Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Odyssey. Wir müssen uns noch so eine Kiste an der Pathologie-Petri holen. Da hatte Xenia uns ja irgendwie geschickt. Und die haben wir beim letzten Mal nicht gefunden. Und ich vermute mal, wenn es hier so ein Foto gibt. Deswegen finde ich diese Fotofunktion eigentlich sehr uncool. So, dann wird es wahrscheinlich hier drüben sein, ne? Gar nicht so dicht an dem Wrack, wo wir die letzte Kiste gefunden haben und wo ich halt auch nur die eine entdeckt hatte und deswegen dachte, das wäre alles, sondern wahrscheinlich eher hier drüben. Ja, und wie kommen wir da hin? Vom Boot? Können wir das schaffen? Ah, wahrscheinlich sind wir zu Fuß fast schneller. How's your hand? Oh, Delfine. Irgendwie habe ich gerade Bock, tatsächlich Boot zu fahren. Und deswegen fahren wir Boot. So, Screenshot haben wir. Hopp, hopp. Dann müssen wir mal gucken, ob es da Haie gibt. Und da müssen wir noch zu diesem kleinen, lustigen See rüber. So, hopp, 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 hopp. Und vorwärts, bitte. Nicht so weit von der Küste wegkommen am besten. Das hat immer Vorteile. Ich should probably turn back. So weit sind wir auch gar nicht von der Küste weg. So, kann ich hier außen rumfahren? Kann ich nicht. Da geht das Schiff kaputt. Hier hinten durch, aber auch nicht so richtig, ne? So, sind wir denn schon da, wo wir hinwollen? Ja, sind wir tatsächlich. Dann können wir mal Ikaros aufsteigen lassen und gucken, ob man das Ding tatsächlich finden kann. Oh, man kann. Das ist ja mal praktisch. Was geht denn da oben ab? Achso. Ne? Hm. Vorratskiste. So, da unten. Tauchen wir doch mal. Da sehe ich schon ein großes Loch im ehemaligen Boden, würde ich vermuten. Wir müssen scheinbar noch ein bisschen weiter runter. Der Hund des Hades. Kerberos, oder wer? So, weil hier kann man mit dem Boot auch nicht durch, ne? Aber da können wir mal die Adresse gleich schick machen. Machen wir einfach mal eine Schnellreise hin. Und dann müssen wir heute mal Testicles abholen. Nachdem wir uns hier dem Ostrakon-Rätsel noch gewidmet haben, kurz. Ja, tut sie, in der Tat. So, dann schauen wir doch mal ins Schiff rein. Können wir uns hier nämlich mal eine goldene Dings holen. Der Kerberos war ein mythischer, dreiköpfiger Hund, der das Tor zur Unterwelt bewachte, damit die Seelen der Toten nicht in die Welt der Lebenden zurückkehren konnten. Was hatten wir vorher? Die Morgenröte? Nee. Die Triskele auch nicht. Na, keine Ahnung, was hatten wir denn vorher? Irgendwas, was so ein bisschen grünlich aussah. Doch, den kannst du im Pegasus, glaube ich. Aber hier, Kerberos ist natürlich auch schick. Kann man gleich mal einen Blick drauf werfen, dachte ich. Und dazu brauchen wir Kerberos. Sturzflug. So, guck mal, einmal weggeflogen hier. Ja. Sieht doch ganz vernünftig aus.
So, dann müssen wir Kurs nach da drüben setzen. Ist er vor uns? Da drüben ist Treppweg auf jeden Fall. Hier scheint ein Brei zu planschen, ja. So, da müssen wir nämlich noch einmal Kurs. Ich vermute auf hier drüben setzen. Bevor wir dann hier nach Messenien rumfahren müssen. Das wird da drüben irgendwo sein. Wo Testicles sich rumtreibt. Ja, und schon haben wir es. 28 Olivenholz. Angenommen. Oh, da ist er wieder, der Wal. Heute sehr sprungfreudig, wie es aussieht. Ist denn eigentlich nachts, wie es aussieht? Ist so hell, ne? Man weiß manchmal nicht, ob einfach nur bedeckt ist oder ob es wirklich nachts ist. Hier an dieser kleinen Bucht, dachte ich, aber da kommen wir gar nicht so richtig rein. Commander leading the helm! Oh, bin ich ja gerade auf jemanden oder was aufgetreten? Oh ja, Herodot. Nee, Barnabas ist hier so ein bisschen unter Deck, sage ich mal, kurz. Jedenfalls halb unter Deck. Also, und das Rätsel hier lautet: Es gibt einen See, in dem die Steine angeordnet sind, wie halt die Inseln, was auch immer, der griechischen Welt. Und achso, drumherum sind die Steine so angeordnet. Und wir müssen jetzt mal gucken. Ich glaube, ich muss den Text gleich nochmal angucken. Wo der Teich des Tainaros. Careful not to get spotted. Huh? Oh. Hey, you! What are you doing there? Wer denn? Ich etwa? Ich wusste nicht, dass hier besetzt ist. What the? Na, das da könnte so ein bisschen aussehen. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir das hier lösen können oder nicht. So, wie viele haben wir denn von den vier? Den Bären können wir auch assassinieren. Ist ja immer eine praktische Sache. Hey du, du hast doch kein Tier dabei. Komm mal her. Ins Wasser gefallen. Plitsch, platsch. Ah, oh, that was a strange sound. Ja, nein, nein, das sind die Tiere der Nacht. Ja, die haben ja mal so gar nichts mitbekommen. So, was hat es denn hier mit diesem Teich des Tainaros eigentlich auf sich? Will mir das nicht mal jemand verraten? Nee, scheinbar nicht.
Ist doch hier dieses Ding gemeint, eher? Das sah mir nämlich von Anfang an so verdächtig aus, ne? So einen Schatz sollen wir hier noch plündern. Aber gucken wir uns das Ding hier natürlich gleich an. Gar nichts mitbekommen. So, den Teich hätten wir also. Es war aber nicht von einem. Teich die Rede, sondern von einem See, glaube ich, ne? Im Süden der Schluchten des Taygetos gibt es einen Teich, doch die Steine dort sind so angelegt, dass sie wie eine Karte aussehen. Dort, wo dein aktueller Standort auf jener Karte ist, liegt eine versteckte Belohnung. Okay, das heißt, wir müssen hier eigentlich nur das Ding absuchen. Hier zum Beispiel. Und dann haben wir das. Sieht das aus wie eine Karte der. Naja, hier ist auch diese. Ja, okay. Alles klar, wir lassen das gelten. So, dann sind wir hier durch. Wir können so zu unserem stolzen Schiff zurück. Ach, guck mal, da unten habe ich doch direkt Olivenholz übersehen. Also so geht's ja mal nicht. Da lag auch noch ein bisschen Eisen rum, das habe ich jetzt irgendwie liegen lassen. Ja, sieht doch gar nicht so scheiße aus, das Ding, ne? Ein schönes Schiff. Sauber gestrichen, nicht so abgeranzt wie vorher. Das sieht doch nach was aus. Das Farbschema ist jetzt halt nicht so richtig gemütlich, aber. There's much to do and many unknowns on our horizon. Hast du wohl recht. Welcome back! Where shall. Ja, okay, schrei mich doch nicht so an. So, ein Sieger überbringen. Schauen wir mal. Findet Testicles in Messenien im südlichen Teil der Bucht des Hades auf einer sehr kleinen Insel neben dem Schiffswrack der Nestor. Okay, das heißt, wir müssen hier erstmal rumfahren. Messenien, dort drüben. Schiffswrack, Nestor, sehr kleine Insel. Ich meine, es gibt da nur zwei Inseln. Aber vielleicht ist es wirklich eine super kleine Insel. Da müssen wir halt gucken, dass wir das Schiffswrack finden. Wir halten uns ja einfach an der Küste und dann werden wir schon drauf treffen, früher oder später. Oder auf eine spartanische Patrouille. Dorion Unterwasserhöhle, das hört sich doch total gut an. Ist direkt unter uns. Einmal Ikaros. Also erzähl mal. Eine Kiste. Und das war's. Und da hinten gibt's ein Hai. Mehrere Haie. Okay. Von Haien bin ich jetzt nicht so der Fan.
springe mal hier einfach ins Wasser. Mach ich mal einfach. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie hinkommen oder ob der Eingang da hinten bei den Haien ist. Oder ob wir uns an den Haien vorbeischmuggeln können. Nope, können wir nicht. Definitiv nicht. Nein, nicht möglich. Gut, dann würde ich sagen, wir suchen einfach Testicles und nehmen das vielleicht auf den Rückweg mit hin. Ich meine, wir wollen jetzt in Messenien auch erstmal nichts erledigen. Ne? Wir wollen ja eigentlich nur Testicles holen. So, auf geht's. So, da drüben sind die beiden Inseln, wie es aussieht. Wir suchen eine sehr kleine Insel, habe ich gehört. Könnte aber trotzdem mal drüben sein. Wir segeln hier einfach einmal durch die Bucht durch von Messenien, halten die Augen ein bisschen offen. So groß ist das Ganze, glaube ich, tatsächlich nicht. Da ist nur eine Landzunge, eine kleine Insel. Dann mache ich mal doch einen kleinen Abstecher nach da drüben, weil ich hier ansonsten keine Inseln entdecken kann. Noch ein bisschen Treibgut bei dem athenischen Schiff. So, ja genau. Ich wollte gerade sagen, ne, jetzt müsste Ikarus uns eigentlich gleich mal sagen, dass wir in der Nähe sind. Ist auch Nestor und da vorne können wir tatsächlich anlegen. Hätte ich ja nicht gedacht, dass man hier anlegen kann. So, dann kümmern wir uns heute noch um die Nestor und beim nächsten Mal dann um Testicles. Da oben in einer kleinen Hütte zu wohnen scheint. So, was gibt's denn hier zu holen? Schätze, Schätze und Schätze. Ja, auf der anderen Seite der Insel scheint es auch noch was zu geben. So. Hoffentlich gibt es hier keine Haie. Ja, aber es sieht alles friedlich aus. So, das Schiffswrack haben wir also. Sehr schön. Dann kümmern wir uns beim nächsten Mal um Testicles. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.